Na, Whitey? Da will wohl einer fressen haben. Moin! Na? Du kannst dich gleich hier quer oder einmal hier so lang hinstellen. Ich komme aus der Kartoffelhalle raus. Du wirst aber lange nicht voll, ne? Das weißt du, oder? Irgendwie 15 Tonnen steht da, oder 11. Ja. Gesagt hat er 11, 12. Auf dem Plan steht 15. Ja, eher so 11, 12. Das ist immer, der ist sehr leicht und wir haben, ich glaube, 16 Kisten. Ne? Gut. So, erstmal Tor auf. Das sind die Kisten. So, moin. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Video, was ziemlich gleich startet. Und zwar, wie ich da auf den Hof komme. Ja, heute geht es erstmal wieder daran, LKWs zu beladen. Gerade eben, ich glaube, ich habe es mit reingeschnitten. Ist der LKW Kartoffeln auch schon da? Der ist ein bisschen zu früh. Er ist ein bisschen zu spät. Jetzt überschneiden sie sich ein bisschen. Aber das ist kein Drama. Ja, wir laden jetzt als erstes Emma auf. Aus den Kisten. Emma ist ja ein Getreide, ein Urkorn. Daraus wird Brot gemacht unter anderem. Das bauen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren an. Da kann man jetzt aber mal erahnen, wie teilweise kaputt der Biomarkt ist. Der Emma, den ihr da in den Kisten seht, der ist nicht etwa von diesem Jahr. Der ist noch von letztem Jahr. So, aber es ist halt leider einfach so, dass es früher nicht weggeht. Ja, danach laden wir Kartoffel-LKW und anschließend diesen Wagen nicht. Der ist noch nicht ganz trocken, aber da ist ja unser Körnermais drauf, den wollen wir hier hin. Das heißt, Autoanhänger weg, Kisten weg, hinkippen, hochschieben, aber erstmal Schaufel ab. Also, ich wollte euch das einmal zeigen. Das hier ist der Emma. Sieht immer so ein bisschen aus wie ein Dinkel. Das ist ein Einkorn, also sprich, wenn ich jetzt hier die Fäse entfernen würde, aber das kriege ich jetzt mit einer Hand nicht hin und meine Kamera fokussiert auch eh nicht, dann wäre ich, ach, warte mal, vielleicht kriege ich so wie so rausgedrückt hier. Da seht ihr ein Emmerkorn. So sieht der ganze Kram aus. Den schmeiße ich hier gerade bei ihm rauf. Da wartet schon der Kartoffel-LKW. Und genauso haben wir es auch gelagert. Das habe ich jetzt einfach mal da vorne hin gemacht. Ich hoffe auch, die Kamera hält jetzt, fällt nicht gleich ab. Also, wie gesagt, wir haben es in diesen Getreidekisten gelagert. Da, wenn ihr jetzt da links die blaue Kiste seht, das ist eine wirkliche... Nein! Okay, das war knapp. Also das ist eine wirkliche Getreidekiste und das hier sind einfach nur Holzkisten, wo wir einen Sack quasi reingehangen haben, extra für Getreide, dass du in Holzkisten auch Getreide lagern kannst. Ansonsten sagt man, dass Emma eigentlich ein Roggenersatz sein kann, also auf sehr leichten Böden anzubauen ist. Unserer Erfahrung nach ist es aber wie jede Kultur, ne? Deine wirklichen guten Erträge, die fährst du ein, wenn du guten Boden hast. Für Regnen haben wir die Emma zweimal dieses Jahr. Und ansonsten musst du nicht viel mit dem machen. Der wächst sehr dünn und hoch. So. Ging bei uns aber auf den sandigen Böden dann teilweise doch leider ziemlich ein Kraut unter. Aber ist eine einfache Kultur, sag ich mal. Ne? Wenn man guten Boden hat und irgendwie noch eine weitere Kultur braucht und die Vermarktung geklärt ist, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, das Ding.
So, der LKW ist voll. Meine Drohne hatte ich hier die ganze Zeit in der Luft ein bisschen rumfliegen. Und jetzt war so ziemlich alles dabei, was dabei sein konnte. Ich habe gleich am Anfang Kartoffeln da in den Zwischenraum gekippt. Das tut dann immer weh. Der Fahrer war zum Glück so nett und hat die aufgesammelt. Ich habe ihm da schon einen kleinen Sack Kartoffeln als Dankeschön hingebracht. Da vorne, hier in der ersten Parzelle, ist nämlich ein Netz, wo die Kartoffeln rauffallen. Die erste Parzelle, wenn ihr seht, die ist deutlich kleiner als die anderen. Deswegen versuche ich immer möglichst weit darauf zu oder nach links zu kommen, damit ich halt keine Fallschäden habe bei meinen Kartoffeln. Und ja, dann ist Malheur passiert. Ansonsten hatte ich ja immer schon erklärt, ich habe jetzt gedacht, vielleicht seht ihr das durch die Drohne ein bisschen besser, die Kegelwirkung, wenn ich vorne anfange, dass ich immer weiter nach hinten hingehe. Und diese gelben Markierungen sind die Rungen. Da will ich eigentlich nicht drauf kippen. Ja, dann habe ich die Drohne ein bisschen anders platziert. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es jetzt mache, weil ihr werdet jetzt gerade gesehen haben, wie ich es gemacht habe. Ob ich Zeitraffer mache, ob ich da ein paar Cuts reinhaue, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich auch einmal auf Runge gekippt. Ist auch nicht toll, ist ein bisschen doof. Und ja, ich weiß nicht, irgendwas, ich weiß gar nicht, ob noch was passiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind die leeren Kisten. Das sind die leeren Kisten vom Emma. Muss ich gleich alles erstmal wegstellen. Ah, Hühner hören mich reden. Ich habe hier zwischendurch auch schon einmal neues Futter geholt für die. Ja. Und die Glinde kann ich abwarten. Mit einer Hand gar nicht so einfach. Ach, so. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen sputen mit dem Körnermais. Der Lohner wollte nämlich eigentlich 10:30 da sein. Wir haben es 10:30. Ja, gut. Deswegen Körnermais abkippen, damit die Trocknungswagen frei sind. Und dann kann ich die auch zum Feld fahren. Gut. Achso, und ich muss meine Mikrofone jetzt laden. Deswegen wird ab jetzt wahrscheinlich der Ton ein bisschen anders. Aber ihr werdet es hören. Das geht bei uns leider nicht. Die Schläuche, die sind ja zu kurz. Wir haben es probiert, die haben sich wieder rausgedrückt. So, und wie probieren oder wie messen wir unseren Mais, ob er trocken ist? Wir laufen einfach oben rüber. Wenn man oben drauf gehen kann, alles gut. Wenn du so wegsackst wie hier, voll verkehrt. Wenn du so wegsackst wie hier, ist alles gut. Wenn du drauf rumlaufen kannst und nicht wegsackst, dann ist hier oben noch eine zu starke Schwitzschicht und ja, dann muss er weiter getrocknet werden. Trotzdem für euch mache ich jetzt einmal die Stabprobe und dann messen wir mal. Oh, der fühlt sich aber sehr trocken an hier. 12,2, das ist trocken. Mais sollte auch 14,5 haben. Der kommt jetzt aber ganz hinten in der Ecke, unten hin. Deswegen ist ganz gut, dass er schön trocken ist. Der wird dann nämlich ein bisschen länger bleiben. So, und mir ist aufgefallen, ich habe mich noch gar nicht so richtig ernsthaft für die 10.000 Abonnentenmarke bedankt. Es ist irgendwie Wahnsinn, wie schnell das dann alles ging, doch bei mir. Ich habe mir ja vorgenommen oder ich habe gewünscht, dass ich das bis Ende des Jahres schaffe. Habe dann im Video gesagt, dass wir das wahrscheinlich sogar schon im November schaffen. Aber ihr habt mich da einfach echt so geil supportet, dass wir dieses Ziel weit übertroffen haben. Und zwei weitere Sachen noch. In dieser kurzen Zeit habe ich einen neuen Partner, Revolution Race. Ich habe von denen zwei Sets gekriegt. Das ist auch nur zustande gekommen, ja, weil ihr mich in dieser kurzen Zeit so krass supportet habt, mein Kanal so einen großen Wachstum hat. Und dazu kommt auch noch, dass wir jetzt, ich glaube Freitag geht's los. Dieses Video wird am Mittwoch rauskommen und am Wochenende danach sind Hobbyknebel, Elenas Landleben oder Elena, ich weiß gerade nicht, wie man ihren Namen ausspricht, und ich sind in Amerika. Genau gesagt in Chicago. Wir gucken uns Betriebe an, die Soja anbauen und ja, sollen mehr oder weniger den Sojaanbau in Deutschland ja attraktiv machen.
So, da vorne liegt unser Soja. Ich bin einer der wenigen der Agrarinfluencer, die wirklich Soja anbauen. Das Problem ist, Amerika ist, ich glaube, ziemlich komplett gentechnisch veränderter Soja wird da angebaut. Das ist so, steht ein bisschen im Konflikt mit meinem Kanal, ist ja Biohof hier, aber die Chance werde ich mir nicht nehmen lassen. Und ich werde da auch mindestens ein, zwei YouTube-Videos von machen. Wenn ihr da ordentlich mehr von sehen wollt, müsst ihr mal bei Instagram gucken. Da werde ich wahrscheinlich in der kurzen Zeit meine Story ziemlich vollhauen. Also wir sind da 4 Tage. Und genau, auch für den Kram bin ich euch unendlich dankbar, dass einfach so eine Möglichkeiten jetzt entstanden sind. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu eintönig, mein Gesappel. Ich wollte einfach nur mal ein großes Danke zurückgeben, dass ihr mir so viele Türen öffnet, so viele Möglichkeiten gibt durch mein Social Media jetzt. Und hätte ich nie gedacht, dass das so schnell so groß wird. Vielen Dank dafür. Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Mais, kippen den ab und müssen dann den nächsten Wagen auch schon zum Feld fahren. So, das war der erste von 3 Wagen, die hier heute hingekippt werden. Und jetzt wisst ihr, was ich meine mit, der kommt in der Ecke. Dieser ganze Bereich, der wird sehr wahrscheinlich voll. Da Körner meistens ja eher problematisch wird, den auch loszuwerden. Genauso wie mit dem Emma. Das ist traurige Wahrheit, aber Biomarkt ist schwierig momentan. Gut, wir fahren jetzt erstmal den Wagen direkt wieder zum Feld. Das geht ja relativ zügig, dass die Wagen voll sind. Deswegen, bevor er da Standzeit hat, bevor wir die anderen beiden Wagen abkippen, einmal den Wagen hinbringen. Bei unserem Kronezug, ganz wichtig, diese Klappe wird hochgeklappt und dann wird ganz gerne vergessen, diesen Hebel umzulegen. Dadurch gehen nämlich diese Haken hinter diese Klappe. Und wenn du jetzt erst diese Platte hochklappst und diesen Hebel vergisst umzulegen, dann drückt sich, sobald du den Wagen belegst, die Klappe auf. Du siehst es nicht richtig, aber es rieselt alles raus und dann kriegst du es auch nicht mehr zu. Hatten wir alles schon gehabt, deswegen Erfahrungswerte werden geteilt. Macht nicht den gleichen Fehler wie wir. Diesen Wagen bringen wir jetzt erstmal zu Feld und danach gebe ich die 2 Wagen ab. So, nach dem Mittag. Hinter den Holzkisten seht ihr Erwin. Der tankt seinen Trecker. Hier ist meiner und hier ist ein Paket. Das habe ich jetzt mal verkehrt rum hingeschmissen, damit ihr gar nicht so die Adressen seht. Aber ihn hier könnten einige von euch kennen. Marco ist das. Der hat mir hier auch einen unglaublich geilen Brief mit dazu geschrieben, dass er sich einfach mal für den coolen Content bedanken wollte. Und hat mir einen Katalog und einen kleinen Kalender dazu geschickt. Mit Bildern, die er wohl gemacht hat. Ich muss sagen, die Bilder sehen ganz schön geil aus. Digga, ganz ehrlich, ich habe mich ultra drüber gefreut. Vielen Dank dafür, Marco. Ich glaube, der Kalender kommt in der Werkstatt. Dann haben alle was davon. Es sind echt geile Bilder geworden. Ach, warte mal. Erstmal nicht, dass das hier gleich alles weggeht.
Ich habe nämlich jetzt schon wieder, ich habe heute echt ein bisschen Stress, was Körnermais angeht. Ich muss nämlich direkt weiter Körnermaiswagen fahren. Den letzten Trocknungswagen, den werde ich jetzt auch wegkippen. Ich habe schon den ersten Wagen hingestellt, der kein Trocknungswagen ist. Und ja, insgesamt 4 Wagen stehen da jetzt noch. Wir haben ja nur 3 Trocknungsplätze. 6 Wagen machen wir heute voll. Hier ist meine Drohne. Die Hühner genießen das gute Wetter. Ja. Und ich hau euch jetzt hier mal ein paar Drohnenclips rein vom Maisdreschen. Viel Spaß. So, das ist jetzt der erste Wagen von einer nassen Ware, die abgekippt wird. Wir haben die ganzen anderen Trocknungswagen hierhin. Das sind jetzt 3 Wagen, die schön trocken sind. Der eine hat ja 12%, der andere 14,5%, also der letzte. Und bei dem in der Mitte habe ich einfach nur die Raufgehprobe gemacht. Das muss reichen. Ansonsten könnt ihr hier quer durchschielen. 1, 2, 3. Alles Wagen, die schon angeschlossen sind, und 2 sind noch auf dem Feld. Der Wagen ist tatsächlich ein bisschen voll geworden. Nick ist gerade hier, der hat noch geholfen, das Ding ein bisschen glatt zu machen. Und ja, ansonsten würde ich euch noch zeigen, hier, man merkt das auch richtig, wenn ich hier reinfasse und gleich, wenn ich da reinfasse, werdet ihr es auch hören. So, ansonsten, ich glaube, ihr erkennt das so ein bisschen, auch wenn die Kamera, ich glaube, die kann nicht fokussieren, egal wie lange ich dieses Ding hier halte. Ihr erkennt es aber trotzdem, da in der Mitte ist so ein kleiner schwarzer Punkt. Das ist beim Mais, also beim Körnermais, Zeichen dafür, dass die Stärkeeinlagerung abgeschlossen ist. Und ab dem Zeitpunkt gibt der Mais nur noch Wasser ab. Du hast dann um die 40% Wassergehalt noch drin und ab dann kann man den dreschen. Also sprich, wenn du zur Maispflanze hingehst, den Maiskolben abbrichst, aufmachst und dir das einzelne Korn anguckst und da unten dieser schwarze Punkt ist, ab dann kann man davon reden, dass der Körnermais erntereif ist. So, genauso bei den nassen wie beim trockenen Mais kommt der jetzt in die andere Ecke und dann schieben wir den mit dem Stapler hoch. Und das hatte ich ja schon vorher immer gesagt, dass wir so ein bisschen das sortieren. So, jetzt müssen wir ein bisschen drauf achten. Die Plane, wenn ich gleich meine hintere Klappe aufmache, dass die Plane nicht verbogen wird. Nick, ich gebe dir mal fix die Kamera. Dankeschön. Und dann kippen wir den Wagen mal fix ab. Das habe ich noch vergessen. Ich muss hier einen Hebel umlegen, damit ich auch kippen kann. So, ihr seht es jetzt, glaube ich, gerade nicht. Allerdings die Plane, die hat sich schon bewegt. Das heißt, ich mache die Klappe jetzt gar nicht weiter auf. Ein bisschen, glaube ich, muss ich noch weiter auf.
Kannst du es einmal gucken? Nee, ach so, das passt aber. Darf ich mal ganz kurz? Danke. So, das ist der Part, den ich meine. Da ist ja eine Stange drinne. Ich habe jetzt erst aus dem Spiegel gedacht, dass ich die ganze Stange gerade bewege, aber das nur ein bisschen plane. Und das ist so wenig, dass die auch gerade nicht kaputt gerissen wird. Das heißt, aber ich muss eh nicht weiter hoch machen, also die Klappe. Deswegen, das geht alles so. Das können wir komplett abkippen. So, und jetzt hauen wir da mit dem Stapler rein. Willst du noch filmen? Top. So, wenn ich jetzt hier gerade schon so einen Profi-Kameramann habe, nutze ich das. Schieben den meist ja auch schnell in die Ecke. Und der hier ist jetzt schon ein bisschen schwieriger zu schieben, einfach weil er nass und schwerer ist. Scheiß. Mir fällt gerade auf, ich muss den gar nicht so dolle in die Ecke schieben. Es kommen ja noch zwei Wagen hin. Und mehr Mais, mehr nasser Mais wird hier gar nicht abgekippt. Und noch haben wir nicht so viel trockenen Mais, dass ich den so in die Ecke reinschieben muss. Deswegen mache ich das hier jetzt nur so ein bisschen mehr auf den Haufen. Weil alles, was so richtig in der Ecke drin ist, muss halt auch wieder rausgeschippt werden. Ja, hier wollte ich noch einmal euch zeigen, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber der ist auch... Ja, fühlt sich auch ganz anders an, das klingt auch nicht mehr so laut. Gut, ich muss mal gucken, wann ich wieder zum Feld kann. Da war nämlich gerade eben, als ich weg war, der Drescherfahrer mit dem Keilriemen im Gange. Den hatten wir kurz wieder raufgemacht, aber richtig fest war er noch nicht. Ich muss mal gucken, ob es jetzt wieder richtig läuft und wir sehen uns heute Abend. So. Kurzer Zwischeneinspieler, ne? Ich sitze gerade bei uns auf der Bank und hier, wie ihr seht, ne, mit der Drohne, die ist gerade mitten über dem Maisschlag. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt, ob da ein paar Wildschweine drin sind, weil auf dem ersten Schlag, da wo ich heute angefangen habe, die Wagen hinzustellen, da haben sie drei Wildschweine geschossen und jetzt sind sie auf dem nächsten Schlag und dann wollte ich gerade mal einmal checken, ob da nicht auch was ist und dann habe ich gedacht, nicht, dass ihr jetzt in den Kommentaren denkt, ich hätte meinen Kartoffelpflücker-Kumpel vergessen. Den Kalender nehme ich mir mit rein und den großen Kalender, den bringen wir jetzt mal in die Werkstatt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt cutten muss, was ich gerade eben gesagt habe. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Adressen vorne zu sehen waren. Vielleicht habt ihr was gesehen, vielleicht habe ich es klug rausgeschnitten. So, gut. Gleich mache ich erstmal kurze Kaffeepause, Schnürsenkel zu und wir sehen uns jetzt heute Abend. Jo, es ist mittlerweile Abend. Und ich bin dabei, die Kisten wegzustellen. Die Holzkisten könnt ihr gleich sehen, wenn ich jetzt hier hinter mir zeige, die sind schon weg. Und jetzt nehme ich hier Dreierstapelkisten und fahre die hinten in eine Getreidehalle. Ich mache das so ganz gerne, dass wenn ich hier alles voll mit Kisten habe, dass ich rückwärts fahre. Also, sehe ich wenigstens, wo ich hinfahre. Gut, ansonsten bin ich ehrlich, hat der Tag heute ganz schön geschlaucht. Wenig Pause, viel Stress mit den Wagen hin und her fahren. Mutter ist auch noch im Gange mit Rasenmähen. Die freut sich. Dementsprechend mache ich Kamera jetzt auch aus. Also hatte noch einen Kaffee zwischendurch, aber die Wagen auf dem Feld sind auch schon wieder voll und... Ja, mein Move klappt hier im Stapler nicht. Der ist euch hochzuschmeißen und euch morgen wieder zu fangen. Deswegen machen wir das jetzt auch. Hier nochmal die drei Kisten.
Ich schmeiß euch hoch, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Moin! Am nächsten Tag, am Dienstag. Oh, ich wollte Vorwärtsgang reinlegen. Und ich bin mit Carsten auf unserer alten Kartoffelfläche. Hier waren vorher Kartoffeln. Carsten ist hier gerade am Dinkel drillen. Ja, und ich mache die Furchen zu, noch vom Pflügen. Ich weiß es gar nicht, wie ich euch hier am besten irgendwo ranmache. Mach euch mal hier ran. Vielleicht könnt ihr Carsten im Hintergrund noch beobachten. Ich habe mir unseren alten Grubber genommen. Der hat auch schön breite Flügelschare dran. Aus dem Grund, weil das andere Vorgewände hinten ziemlich nass ist. Und wenn man da drinnen sitzt, dann sitzt man drinnen. Und wenn ich dann mit unserem aufgesattelten Quattro 460 komme, ja, dann brauche ich auch einen dementsprechend großen Trecker, so, der mich wieder rausziehen kann. Ich habe hier eigentlich das Prinzip Oberlenker kurz und dann, dass die Flügelschare so angewinkelt sind und ich schön Erde mitziehe und die alten Flugaushebe- oder Einsetzspuren zukrieg. Ja, aber mit diesem Grubber ist die Walze auch so semi-geil. Dementsprechend versuche ich gerade so einen guten Mittelmaß zu finden, dass ich eine gute Rückverfestigung habe. Carsten gerade neben uns, jetzt kann ich euch aber mal zeigen, wir haben ja eine Pronto 6 AS mit Frontpacker. Das heißt, vorne die Reifen, der Reifenpacker, also ja, das seht ihr ja vorne die ganzen Räder, die drücken den Boden vorne richtig schön nochmal fest und hinten auch, danach kommt das Seeschar und so sieht das Ganze hinter mir aus. Wie gesagt, ich versuche jetzt gerade ein Mittelmaß zu finden, ich darf auch nicht zu viel Last hinten auf die Walze geben. Weil das Ding alt ist und die Walze auch schon mal rausgeflogen ist, schon ein paar Mal. Ja, und dann geht es gleich noch da an der Buschkante lang und hinten das Vorgewinde. Und vor dem Vorgewinde habe ich ein bisschen Schiss. Da ist auch ein Teil ausgelassen mit dem Flug. Einfach, weil es zu nass ist. Ja, was ihr hört, der Stuhl quietscht immer noch wie bescheuert. Ja. Müsste man vielleicht mal was machen. So, hier ist jetzt schon überall eingedreht, deswegen ziehe ich hier jetzt mal so ein bisschen rüber. Aber Carsten wird das hier eh nochmal überdrillen. Oder hier ein bisschen mehr überlappen. So, hier ist nochmal der Keil, den ich jetzt auch nochmal Ebene. Also eigentlich ist der große Grund, warum ich das hier mit dem Grubber mache, damit ja, ich die Furchen, wie ich gerade schon gesagt habe, alle zumache, damit halt die Drillmaschine nicht so hin und her springt und eine saubere Ablage des Saatguts gegeben ist, um das mal förmlich korrekt auszudrücken. So, jetzt lasse ich ihn erstmal zurücksetzen und noch dann einmal vorfahren. Und dann setze ich da hinten mit dem Grubber rein. Ich muss sagen, das ist so mit fast mein Lieblingsgespann. Die Drillmaschine mag ich echt gerne. Wir hatten ja vorher eine DC, da hatten wir. DC ist einfach der Unterschied, dass du, wenn du aushebst, hinten auf deinem hinteren Reifenpacker die Last drauf hast. Und da war dann halt bei uns oft das Problem, dass wir am Vorgewinde, wir drehen ja wie gesagt Vorgewinde normalerweise zuerst und dann drehen wir da drauf. Und ja, mit der DC war das Problem, dass wir das Saatgut oft wieder rausgewühlt haben, wenn das sehr flach gedreht wurde. Ja, so viel dazu. Alles klar, wir sehen uns, wenn ich mich festgefahren habe am Vorgewinde. Hoffentlich nicht. Ansonsten später, bis dahin. Ja, wollte ich noch einmal das andere Vorgewinde zeigen. Wie das hier so aussieht. Das hier ist der Part, den wir nicht geflügt haben. Den haben wir jetzt auch ausgelassen. Moiau! Und ja, ich bin jetzt hier gerade nicht einfach so abgestiegen. Ich wollte hier nochmal zur Klarstellung zeigen. Der Reifenpacker am Vorgewende drehen und Saatgut rausreißen ist nicht der Grund, warum wir die AS gekauft haben. Erstens ist es sowieso Maschinengemeinschaft, heißt Hälfte
Kosten für alles, Reparatur, Anschaffung, genau. Und zwar die Pronto, hinten der Reifenpacker, die klappt ja zusammen und fährt auch auf der Straße auf dem Reifenpacker. Ja, und da konnte man alle paar Jahre einmal Lager alles tauschen, weil wir ja auch weite Strecken fahren und erstens ist das ein Heidenaufwand und auch ganz schön viel Geld, was man da reinstecken muss. Ja, und hier muss Carsten ziemlich aufpassen. Hier hat er schon ganz schön rumgedühlt. Hier hinten wird das Problem sein, hier wird ziemlich wenig tatsächlich auflaufen. Hier saß Carsten gerade eben fast fest. Das ist auf diesem Schlag Katastrophe. Also hier wird es auch nicht besser. Der Dinkel muss jetzt langsam rein. Das Wasser wird hier nicht weggehen. Wir haben hier nach den Kartoffeln mit einem tiefen Haken und tiefen Grubber nochmal gearbeitet. Also sprich tiefen Haken auf knappen 55 cm und dann mit einem tiefen Grubber nochmal auf 25 cm circa. Aber ihr seht es ja selber, wie es hier aussieht. Diese Ecke ist leider verloren. Naja, hier bei mir ist aber alles gut gegangen. Carsten, denke ich, würde ich auch nicht mehr festfahren. Die nassen Löcher haben wir aus oder fertig. Und ja, wir sehen uns später. Moin! So, wir haben Nachmittag. Ich fange an, unseren Maiswagen von gestern umzuladen. Und ich hoffe, dass man mich jetzt versteht. Ihr glaubt nicht, wie verunsichert ich bin. Ich habe gerade angefangen, ein paar Videos auf dem PC zu ziehen und gemerkt, dass einerseits, als meine Mikros geladen haben, der Media Mod aus irgendeinem Grund gar keinen Ton aufgenommen hat. Allerdings irgendwann, als ich hier stand, ich bin nicht gegen die Kamera gekommen, gar nichts, hat es auf einmal Ton aufgenommen. Ich bin ohne Witz wirklich, wirklich am Verzweifeln. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe schon den zweiten Media Mod gekauft. Das Ding kostet fast 90 Euro. Und anscheinend ist es nicht besser geworden. Denn es ist ständig, dass man mich nur auf dem rechten Ohr hört. Bei meinem Vater zum Beispiel, wenn der meine Videos guckt, der sagt gar keinen Ton. Gut, bei ihm funktioniert die rechte Box nicht vom Computer. Und das alles... Ich habe hier an der GoPro so einen Lautstärkeregler, der schlägt aus, wenn ich die Mikros dran habe. Deswegen ist eigentlich, ach, ich weiß nicht, es ist nervig und ich habe sehr viel erzählt, was ich gerne drin haben wollte, aber ist wie es ist. Ich hatte ja gesagt, so genau, da war nämlich auch, dass einer das in den Kommentaren geschrieben hat, warum wir den Schlauch nicht direkt in den Turm reinmachen. Und der Schlauch dehnt sich dann quasi aus, drückt sich von innen an den Turm ran und dann müssen wir nicht diesen Spanngurt machen. Da habt ihr meine Erklärung ja schon gehört. Und dann habe ich bei Instagram einige Nachrichten gekriegt, als ich in der Story den Case Drescher hatte, dass er endlich mal ein vernünftiger Drescher da ist. Und was mit unserem John Deere und Co. Deswegen für euch hier nochmal die Erklärung, das hatte ich gestern alles schon. Maisdreschen ist schädlich für einen Drescher. Beziehungsweise muss man ihn sehr, sehr gründlich sauber machen. Von einem anderen Lohner habe ich das gehört, dass er da keine Negativerfahrungen mit gesammelt hat, wenn die selber Mais dreschen. Allerdings sind die auch eine Woche am Saubermachen. Alles auseinanderbauen und alles mit Wasser, Luft und Co. reinigen, trocknen lassen, wieder einbauen. Außerdem, Wiederverkaufswert ist höher von einer Maschine, wenn, ja, zum Beispiel beim Drescher, wenn du keinen Mais gedroschen hast, wegen dieser Säure, die schädlich fürs Metall ist. Ja, hier einmal Gegensatz zu gestern. Ja, dieses Rumlaufen, was ich gesagt hatte, hier sacke ich jetzt nicht dolle ein. Deswegen kippen wir den Wagen jetzt erstmal in den Sumpf. Hier, das habe ich schon mal erklärt.
diese Klappe, was ich glaube, gestern gesagt habe, was man nicht vergessen darf, zuzumachen, die sichern wir immer noch mit einem Schäkel. Da haben wir hier extra ein Loch reingebohrt. Nicht, dass die sich bei der Fahrt aufklappert. Dieser Schäkel, diese Schraube über dem Sumpf, sehr gefährlich. Darfst du auf keinen Fall fallen lassen, sonst ist sie weg. So, da kommt der Mais rein und da kommt er gleich raus. Wir lassen ihn über den Sumpf, Doppel-Elevator, Kettenrundförderer reinlaufen. Wie ich schon gesagt habe, einfach nur zum erneuten Durchmischen, damit diese Schwitzschicht, die oben war, wo ich drauf rumlaufen konnte, gemischt wird. Weil da habt ihr es gerade gesehen, wie es gestaubt hat. Der untere Part, der ist schon angehend trocken. So, jetzt warten wir, bis das Ding unten ist. Dann fahren wir einmal eine Runde. Carsten läuft hier gerade lang. Der ist am Drillen. Na? Ja. Perfekt. So, der Wagen ist unten. Und wir müssen einmal eine kleine Runde drehen, weil ich so, wie ich jetzt bin, nicht unter unseren Auslass komme. Gerade eben war hier noch der Flug. Erwin ist schon weg. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es schneit in meinem Trecker. Carsten düst wieder los. So, und gerade eben stand ich nämlich viel zu weit links, so dass ich mit einem Schwung da untergekommen wäre. Deswegen einmal schnell um die Halle rum. So. Oh, was war das? Das war ein bisschen verkehrt. So, den Rest mache ich gleich. Ich mache jetzt erstmal einmal an, dann kann das alles schon mal laufen, weil unsere Aufgabe ist jetzt warten. So, Carsten fährt wieder los. Wie man erkennt, ist ja auch optimales Drillwetter. Nein, er fährt die Drillmaschine nur weg. Wir sind am letzten Wagen umladen gerade. Der müsste jetzt auch ziemlich gleich fertig sein. Ihr seht, im Sumpf guckt nichts mehr raus. Das hier sind die beiden Wagen, die wir schon umgeladen haben. Die sind aber auch noch nicht angeschlossen. Ich mache das ganz gerne so, dass ich alle drei Wagen gleichzeitig anschließe, damit sie auch gleichzeitig trocken sind. Man könnte jetzt argumentieren, 18 Tonner, 16 Tonner. Hier ist mehr drauf, sprich, den hätte man schon mal anklemmen können, damit, ja, ist ja logisch, wenn hier mehr drauf ist, gleiche Zeit, ist der nicht so trocken wie die. Aber das bisschen macht den Bock nicht fett, wenn man so reinfährt. Ja, die sollten morgen trocken sein. Den ganzen Kram jetzt noch mit einer Hake, Schaufel, Besen, wie auch immer, gerade machen, damit hier kein Feuchtkegel entsteht. Da vorne würde die Luft eher rauskommen als hier oben. Das heißt, hier oben würde sich die Feuchtigkeit speichern und ja, dann haben wir auch nicht den Effekt, den wir haben wollen. Ja, noch Komfort. Da. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Da sind gerade die letzten Reste raus. Mist. Das lohnt jetzt nicht mehr, dass ich den vorziehe. Da wird jetzt gleich nichts mehr rauskommen. Ich hätte hinten mehr hinmachen müssen. Weil das, was ich gerade meinte mit Besen, da kann er jetzt schön ein bisschen was nach hinten ziehen. Und der Schlauch müsste auch mal erneuert werden. Guckt euch die ganzen Löcher mal an. Ja, das war's.
Ihr merkt, die ganze Annahme wird auch ein bisschen leiser. Wir sind fertig für heute. Da hinten steht der Flug. Erwin ist auch fertig für heute. Hat er einmal alles abgeschmiert. Kleine Nebenbei-Info, weil das schon oft gefragt wurde. Die Maschine ist gekauft. Das ist unser neuer Flug. Lemken Diamant 16. Die, die das Flugvideo gehört haben, denken jetzt auch, hast du oft erwähnt, der Packer ist unser alter Meier-Packer. Der bleibt dazu. 2,90 Meter. Das Schöne ist, den kannst du einfach so in der Front in dem passenden Gewicht einhängen. Und ja, brauchst du keine extra Maschine, die dir ihn herbringt. Hast du hier einfach einen Haken, feste Unterhebst du hoch und gut ist. Ja, alles klar. Morgen geht das weiter mit dem Flug. Morgen geht das weiter mit dem Mais. Dann werden die Wagen da vorne hingekippt, wo der andere trockene Mais liegt. Und dann haben wir ja noch zwei nasse Wagen, die noch voll sind. Die werden, einer muss umgeladen werden. Ach, der Elf, was, ihr werdet es morgen sehen. Ich werfe euch hoch und dann könnt ihr das alles morgen angucken. Also bis dahin. Jo, da bin ich wieder. Wie ich schon gesagt habe, starke Tonprobleme. Heute den Tag habe ich überhaupt nicht gefilmt. Ich beende das Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider werde ich am Sonntag und nächsten Donnerstag kein Video hochladen können. Ich wollte was vorfilmen, gerade heute. Ja, aber durch den fehlenden Ton macht das keinen Sinn. Es geht dann einfach nächste Woche Sonntag mit dem nächsten Video weiter. Ihr glaubt gar nicht, wie extrem mich das ärgert. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch trotz alledem gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Was los? Ich schneide es aus. Dieses Nah lasse ich noch drin, dann mache ich gleich Cut.